Also, ich werde mir heute... So, hallo. Ich werde mir heute meine Haare schneiden. So, irgendwie sehen meine Haare in diesem Licht wie ein Eichhörnchen aus. Soll ich mir einen Pony schneiden? Oh, Leute. Ist man eigentlich Kannibale, wenn man... Also, das hier, naja. Ach du Scheiße! Ich hab falsch rumgeguckt. Also, meine Damen und Herren, ich hab's versaut. Ich werde mir heute. So, hallo. Ich werde mir heute meine Haare schneiden. Die haben sie dringend nötig. Nach der letzten Blondierung haben sie Ciao gesagt. So. Ciao, Katja. Und die Außenwelt. Ja, ich zeige sie euch sehr gerne mal von nahem. Can you see anything bad hair when not? Pech. That's the problem. And now wir lösen das Problem. Damit. Satisfying awesome air. Jetzt habe ich in mein Mikrofon geschnitten, also dann dieses Dings. In diesen Schaumstoff. Ja, egal. Auf jeden Fall werde ich mir damit jetzt die Haare gleich schneiden. Ich weiß noch nicht, wie kurz. Ich finde im Moment ja diese Frisur voll nice. So, this one. One moment, please. I will show you. My favorite. This. Prinz Eisenherz. Genau. You know what I mean. Du weißt, was ich meine. Dieses und dann so ein bisschen schwudelig. Beginnen wir. Wir brauchen noch zwei Haargummis. Tja, das ist das Riesenproblem. Wie immer sind alle futsch. Sieht das vielleicht schön aus? Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es merken. Es ist irgendwie hässlich, aber egal. Es ist echt hässlich. Ach, ich brauche noch eine Bürste. Ich werde sie... Soll ich mir einen Pony schneiden? Oh, Leute. Soll ich es einfach tun? Oder lieber nicht? Ich lade. Soll ich eine ganz neue Frisur machen? Pony? Einfach mal? Oh Gott, ich denke, ich lasse es. Was meint ihr? Pony oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Hi! Ich habe keinen Spiegel, ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn man sowas macht. Ich mache das mal ganz kurz, ich weiß auch nicht. Ich habe hier nichts. Nachher, am Ende des Videos, sehe ich bestimmt so aus wie Prinz Eisenherz mit Pony und schwarzen Haaren gefärbten. Ja, warte mal ab, du. Oh, das Video ist doch lange nicht zu Ende. Bei mir kann das sein. Wenn ihr... Ach, wie war das nochmal, wenn ihr den Kopf nach oben macht und dann den Zopf macht und dann schneidet, dann fällt... Dann ist es hinten kürzer als vorne, also fällt es dann so. Nein, so. Nein, so. Wenn ihr so macht und es so macht und schneidet, dann ist vorne kürzer als hinten. War das jetzt richtig rum? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und wenn ihr das natürlich so ganz gerade macht, dann könnte es gerade werden. Aber ich glaube, ich mache es so ein bisschen nach da. Ach Mensch, jetzt bin ich mir wieder unsicher und weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin voll überbelichtet. Oh mein Gott. Alles ist irgendwie überbelichtet, irgendwie. Ich mache einfach so, dann fällt das nicht mehr auf. Ja, Mai, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt so rum oder so rum? Ich habe es vergessen schon wieder. Es ist kurz, es ist kurz, es ist kurz. Auf jeden Fall. Die Friseurin hat mir das ja hier so richtig schön verkackt. Das war ja alles genauso lang wie das. Und das hat sie einfach kurz geschnitten. 5 Minuten, nachdem ich ihr stolz erzählt habe, wie toll ich darüber mich freue, dass das endlich so lang ist wie die anderen Haare. Danke übrigens nochmals dafür, liebe Friseurin. Okay, ich gucke ganz leicht nur nach unten. So, und da schneide ich dann einfach ab. Nein, natürlich nicht. Spaß. Also ich will ja nicht so viel abschneiden. Eigentlich müsste das echt alles ab, das ist so kaputt. Ich gehe aber weiter runter, weil... Hey, das sind immer noch meine Haare, ja? Ich schneide jetzt einfach. Irgendwas sieht daran nicht ganz richtig aus, aber ich... werde es einfach mal machen. Okay, es ist ab. Oh Gott.
fast irgendwie ungesund an. Scheiße. Oh nein. Okay, ich glaube, wir müssen ins Bad. Ich hab falsch rumgeguckt, ich hätte nach oben gucken müssen. Ach du Scheiße! Was ist das denn? Das ist der Bob falsch rum, wovon ich geredet habe. Und es ist gerade einigermaßen. Was mache ich denn jetzt? Ach, Herr Jemine. Ich glaube, das Gewinde ist kaputt. Hä? Oh, sehr gut, okay. Also, meine Damen und Herren, ich habe es versaut. Versuchen wir das irgendwie zu retten. Ich habe das echt falsch rum gemacht. Ich hätte nach oben gucken müssen. Ich Vollidiot. Wie kam ich bitte auf die Idee, nach unten zu gucken? So typisch, Katja. Ich wollte euch zeigen, wie es geht. Ja, so nicht. So geht's auf jeden Fall nicht. Dann kann ich mir auch ein Pony schneiden. Schlimmer kann es jetzt eh nicht mehr werden. Vielleicht sind sie ganz kurz. Ja, meine Lieben, das ist zum zweiten Mal abgekommen. Ich heule, genau so viel habe ich gerade schon abgehabt. Aber es ist besser als gerade. Leute, ich habe so viel jetzt schon wieder abgeschnitten, ich könnte kotzen. Geht. Aber es ist gar nicht so ganz. Oh Mann, das ist jetzt echt viel abgekommen. Ich war so stolz auf meine langen Haare. Sind die denn jetzt hinten gerade oder nicht? Oh Gott, wie kurz. Nein, ich meine. Ja, egal. Jetzt gucken wir erstmal. Aber wisst ihr was? Das ist fast wieder so lang wie das. Ne? Also jetzt könnte ich mir auch noch einen Pony schneiden. Schlimmer geht's eh nicht mehr. Ja, das ist, glaube ich, weil man hinten halt noch nicht geschnitten hat, ne? Ich glaube, sogar hinten ist es jetzt gar nicht so schlimm. Zumindest ist jetzt alles kaputt raus. So, das ist schon mal sicher. Kann sich das sehen lassen oder eher nicht? So, und jetzt noch ein Pony. Na. Katja, das machst du jetzt nicht. Katja, nein, du machst dir jetzt keinen Pony. Ich war voll überbelichtet. Sorry, Leute. Ich sag euch, ich hab gleich bestimmt noch Haare auf dem Kopf. Ich schneide mir jetzt keinen Pony. Nein. Nein. Sieht aus wie Cleopatra. Ich könnte mir noch ein paar Stufen schneiden, aber daran traue ich mich echt nicht. Weil wenn ich Stufen habe, dann sieht das bei mir so aus, als hätte bei mir ein Hamster dran genagt. Ich meine, das sieht ja jetzt schon ein bisschen so aus, aber das muss ja nicht auf dem ganzen Kopf dann so aussehen. Dann gehe ich jetzt mal duschen, style mich ein bisschen und mache die Haare irgendwie. So, meine Lieben, das ist das Endergebnis. Ich habe mich jetzt ein bisschen schick sogar gemacht. Und ja, irgendwie sehe ich aus wie diese früheren Richter mit diesen Wellen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, wenn ich das so ein bisschen wuscheliger mache. Jetzt sehe ich aus, als hätte ich eine Dauerwelle. Ist egal. Naja, ich habe es versucht. Das war, ja, also... Ich sehe aus, als hätte ich eine Dauerwelle. Aber egal. Das ist kein... Das geht ja wieder weg. Übrigens habe ich mich hier verbrannt. Naja, gut, Leute. Also, das ist auf jeden Fall jetzt der fertige Look. Und. Also. Ich
habe gedacht, dass der Lippenstift es rettet, aber nein. Vielleicht ist auch die Kamera einfach nur falsch eingestellt. Vielleicht muss die ja so eingestellt sein. Naja, also das ist auf jeden Fall das Endergebnis. Ich mache gerade Thumbnail, also psch. Oder mache ich so? Ja, that's nice. Okay, ich mache so. Oh ja. Okay, das Thumbnail fertig. Damit lässt sich wohl arbeiten. Alles klar, tamam, ciao, bis zum nächsten Video. Und falls ihr solche Videos nicht verpassen wollt, nein, wollt ihr nicht, nein, also ihr seid beim nächsten Video auf jeden Fall dabei, weil du mich abonnierst. So. Tschüss, hab euch lieb. Okay, ich mach so. Oh. Ja. Oh ja. Okay, das Thumbnail fertig. Damit lässt sich wohl arbeiten. Alles klar, tamam, ciao, bis zum nächsten Video. Und falls ihr solche Videos nicht verpassen wollt, nein, wollt ihr nicht, nein, also ihr seid beim nächsten Video auf jeden Fall dabei, weil du mich abonnierst. So, tschüss, hab euch lieb.